Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge 7 Days to Die. Der Krian hat die Tür aufgelassen, der ist natürlich auch mit dabei. Hallo, ja, du wolltest ja auch noch rein, oder nicht? Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Ich gebe jetzt erstmal meine Quest ab. Krian ist noch am überlegen, glaube ich, ob er seine andere jetzt noch machen will. Ich bin jetzt einfach mal da und hau mal drauf ein. So, Shotgun-Shell-Ammo oder 99er? Ach, Shotgun-Shells, die habe ich schon, will ich noch mehr. Wie tief kann der Schatz sein? Weiß ich nicht, aber wenn du abbaust, also meiner war glaube ich 3 oder 4 tief. Wenn du abbaust, verkleinert sich dieser Kreis eigentlich immer mehr. Oh oh. Wenn jetzt von oben ein Zombie käme, wäre das sehr dumm. Ja, muss er aufpassen so. Wenn ich beim Trader was in den Zementmixer tue, bleibt es da drin, bis ich das nächste Mal komme? Ich gehe davon aus. Also für mich hat der Trader keine neuen Aufgaben. Echt? Nö. Dir ist klar, dass du auch sagen musst, hast du Aufträge für mich? Ach so. Ja, habe ich natürlich gemacht. Wir sind scheiße weit weg von daheim. Das ist halt die Sache gewesen, deswegen bin ich nicht sicher war, ob ich hier noch anfangen will. Ich laufe jetzt mal Richtung Heimat. Was für eine Distanz haben wir denn? Ein Kilometer. Ja, komm. Geschissen drauf mache ich am nächsten Tag. Achso, ein Kilometer bisschen auf der Map mit. Sieht es irgendwie mehr auf. Aus. Lautze fetter Zombie. Außer muss man sich ja noch hochbauen. Ja. Ja, und auf dem Weg noch ein paar Steine snacken, dass wir uns vielleicht ein Lagerfeuer machen können. Hab ich. Notfalls. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist dann wieder schön, weil das dann wieder eine Nacht ist, in der einfach nichts passiert, wir einfach nur da sitzen. Ja, wir können ja ein paar Bäume fällen oder so. Mal langsam. Ah? Das ist ja Kohle. Ich meine, ich kann gucken. Ich habe, glaube ich, noch Points zu vergeben. Genau, das habe ich auch, aber... Hier war doch eben ein Huhn. Da ist das Huhn. Es bleibt auch stehen, Huhn. Boah, das Huhn hat mich ausgetrickst. Es ist gesidesteppt. Hat es sich auch bei Tic-Tac-Toe geschlagen? Vermutlich würde es das tun. Er streckt mir seinen fetten Arsch hin und ich treffe einfach nicht. Geht doch. Aber es ist gerade einfach hier hochgesprungen und dann, als der Pfeil kam, ist es wieder runtergesprungen. Das ist schon ein cleveres Hühnchen. Autze Zombie, ich bin hier mit einem cleveren Hühnchen beschäftigt. Oh, 8:30. Bin halt nicht so schnell unterwegs. Ich habe mich da auch ein bisschen verkalkuliert gefühlt. Hallo, junge Frau. Ja, Schnauze. Und ich könnte mich auch auf diesen großen Stein draufbauen, den heute Nacht einfach abbauen. Ich bin halt hart unschlüssig, ob man erstmal ein bisschen auf Damage oder so geht, oder ob ich erst auf Looten gehe, oder ob ich erst auf ich brauche weniger Essen gehe. Alter, wie weit bin ich denn noch entfernt? Oh, it's a Zombie. Hier ist ein rotes Farmgebäude. Habe ich mir den falschen Punkt markiert? Ich meine, mein Bett wird immer größer, wenn ich jetzt näher rankomme, aber trotzdem. Ich laufe dir auch nach. Ich esse was, dann bin ich ein bisschen schneller. 500 Meter noch. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr heute Nacht. Ah, wobei. Das sieht hart nach dem Dings aus. Jetzt ist es disappeared. Jetzt ist es wieder da. Ich
meine, man erkennt dann nicht mehr viel, weil lauter Bäume dazwischen sind, aber... Aber das ist ja nicht das Schrottgebäude kurz davor, weil da waren die Dinger ja nicht mehr bunt. Oh, hier sind, glaube ich, einige interessante Gebäude durchaus. Manometer, was für ein Weg. So, Munition kommt hier rein. Nein, ich hasse das. Falschen Knopf gedrückt. Ich darf nur kein scheiß Zombie sehen. Du da rein, du da rein. Kohle habe ich mit da reingeschmissen. Das auch. Das ist ja nicht mal sortiert, was du da reingeschmissen hast. Du hast einfach nur alles reingeschmissen. Ja. Ich hab Angst. Es ist dunkel. Das einzige Ding ist ja, dass die Zombies nachts rennen können. Ja, die sind ja nicht stärker, oder? Bin ich mir nicht sicher. Okay. Das ist sehr beruhigend. Ich mache uns mal ein bisschen was zu essen hier. Mach das mal. Ich komme auch langsam heim. Ich weiß aber nicht, wo du den Grillding, Topf und so hingemacht hast. Die sind in dem Lagerfeuer, was noch außerhalb unseres Hauses ist. Und hier vor mir ist ein fucking Wolf. Digga, du siehst mich nicht, du greifst mich nicht an, geh in eine andere Richtung. Ja, dann kann ich auch kein Essen machen, nicht wahr? Das ist korrekt. Wolf, geh weg. Da ist ein Zombie, da ist ein Wolf. Ja, Wolf, andere Richtung. Huh. Ich bin unsichtbar. Niemand sieht mich. Noch eine wir haben so viele Taschenlampen. Ja, wir können ganzen Taschenlampenverleih aufmachen. Trotzdem sitzen wir immer im Dunkeln. Ja, aber Licht zieht auch Zombies an. Ist eigentlich grundsätzlich das eine hohe Zahl beim Sneak besser oder eine niedrige? Eine niedrige, oder? Ja. So, worum gehen wir jetzt? Hierum wäre wahrscheinlich sinnvoller. Was, wir müssen leicht in die Richtung vielleicht noch? Also hier ist auf jeden Fall auf der Straße ist ein Wolf. Du hast noch 140 Meter vor dir. Mhm. Ich sag mal so, einer ist kein Problem. Ich habe ja meine Schrotflinte. Das Problem ist, alle anderen, die durch den Schuss angelockt werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, du gibst ihnen ein bisschen zu viel Credit, den Zombies. Darum geht's nicht. Safe is safe. Muss überleben. Oh, ich könnte Steine abbauen. Nein. Kurzer Loot. Ich sehe schon, bis ich ankomme, ist wieder Dach. So, jetzt wir machen. Oh, kleiner Stein. Wir machen jetzt einen weiten Bogen hier um die Hütte. Nicht, dass direkt daneben ein Zombie steht. Das ist schon Krian, den ich in der Ferne leuchten sehe. Glaub nicht. Oder? 100 Meter hast du vor dir.
Ja, und vor mir ist irgendwas Rotes, aber du bist ja nicht auf dem Boden, nehme ich an, oder? Nee, ich bin in der Höhe. Ach, das ist irgendeine Blume. Nur noch 100 Meters. Wo sind die Gegner? Ich werde unvorsichtig. Das soll ich nicht tun. Das Problem ist, ich... Ach, das ist deine Baumreihe. Ich dachte, das wäre ein Gebäude. Also ich wundere mir hier einen ab. Hi. Guten Tag. Ist um unser Ding hier irgendwo ein Zombie-Runde rum? Keine Ahnung. Ja, da kriecht einer. Ich habe bisher die ganze Zeit über nichts gehört. Ja, weil... Na gut, ich finde wahrscheinlich im Dunkeln das Lagerfeuer nicht mehr. Ja, der Zombie ist jetzt auch gerade erstmal schön in einen unserer Steps gerannt. Und vor allem Spikes. Ja, ja. Gut, dann, ne? Muss ja hier drüben irgendwo sein. Hier ist meine Markierung. Hier ist die Truhe. Nein, nicht genug. Woodframes Plan. Ja, nehmen wir jetzt natürlich nicht mit. Hier ist das Lagerfeuer. So. Also, so Nächte sind gar nicht so gefährlich, habe ich das Gefühl. Hier. That's how he died. Kleber. Was kann man damit machen? Ein Kleber? Sichtbereich zweimal Mod. Aha. Ja, ich kann auch erstmal hochdrehen. Aha. In unserem Lagerfalle. In unserem Lagerfalle. In unserem Lagerfeuer ist jetzt sowohl. Ein Grillrost drin. Als auch. Ja, ne? So, ich werde jetzt mal Antibiotika nehmen. 25% Chance nur, okay. Hat funktioniert. Ah, Gott sei Dank. Bin noch am Leben. Wo ist denn das, die ganzen Dinge, die ich mitgebracht hatte? Welche Dinge? Die ganzen Pflanzen-Tee-Gedöns. Ich hatte doch so viel mitgebracht. Das war doch nicht alles hier. Wo ist das denn Ganze? Wahrscheinlich eine gute Frage. Also ich weiß, roten Tee hatte ich mir ins Deck genommen, also 10 Stück. Aber mehr kann ich dir jetzt so auch nicht sagen. Ich hätte... Wo ist das? Eine Chematic? Kann man schon mal eine Hunting Rifle craften. Ich tue mal den Dietrich jetzt einfach mit dahin. Achso, ich wollte ja gucken, wo ich einen Punkt reinmache, genau. Ich habe einen Punkt. Du hast sogar 2 Punkte wahrscheinlich, oder? Nee, einen. Also ich habe tatsächlich überlegt jetzt, ob ich nicht erstmal den Iron Gut gehe. Auf der anderen Seite, später ist Essen ja eigentlich kein Problem mehr. Wir könnten uns auch einen schönen Garten anlegen. Ja, das ist für immer gut. Ich gehe mal auf Living of the Land. Gehe ich mal einen rein. So, das ist nur die Frage. Ich muss mal hier in die Stärke gehen. Damit ich danach besseres Essen lernen kann. Damit wir nicht mit dieses Billigzeug dazu uns nehmen. Ja, so ihr Fastfood-Scheiße da. Richtig gute Kunst und so. Plentfer, hast du Steine aktuell noch? 21. Wenn du mir die gibst, würde ich uns Level 3 Äxte machen. Ich hab eine Level 3 Axt. Na gut, dann brauchst du gar keine. Okay.
Also brauchst du auch keine Steine mehr. Kommt drauf an, ob ich aus meinen... Ich muss erst meinen Modifier raus tun. Complete. Scrap. Doch, ich brauche Steine, glaube ich. Genau zu sein, brauche ich einen einzigen Stein. Oh, da habe ich was zum Scrappen. Ich habe was zum Scrappen. Ich brauche keinen Stein. Und das Schöne ist... sogar beide Modifier jetzt reinmachen. Ah. Ein bisschen was zum Heilen würde ich noch gern mitnehmen, bevor ich losgehe. Welche Kiste hast denn du für Waffen auserkoren? Oder für Werkzeug? Waffenzeug habe ich ganz rechts und ich glaube Tools daneben. Ja. Meine ich. Ich habe hier Crossbow Parts, die würde ich dann mal zum Waffenzeugs dazu tun. Ach, hier war nichts mehr. Okay. Das war jetzt weniger intelligent, aber egal. Ich gehe jetzt mal meinen Schatz holen. Schauen wir mal. Wenn du ihn scherst, komme ich mit. Er bringt doch eh nichts. Also bei mir hat es nichts gebracht vorhin. Ja, scheren mal. Vielleicht bringt es ja... Oh, eine Mini-Horde. Ich kümmere mich eher um die Mini-Horde. Mach das. Und zwar in einem Bare-Knuckle-Fight. So, jetzt bin ich kurz gerannt, jetzt kann ich nicht mehr. Du bist so ausdauernd, nicht? Es wird mir langsam gehen. Aha! Okay, Bärdackelfall ist vielleicht nicht so, dass... Ich meine, die sind nicht Bär, weil wir haben ja unseren Schutzgürtel. Aber optimal ist was anderes. Ich hätte gerne so eine Ansicht, wie weit ist die Reichweite... Oh, von meinem Speer. Ja. Vor allem dieses Windgeräusch, wenn er nach vorne brecht, auch so klingt, als würde man etwas treffen. Hat gerade eine... Ich habe einen Wolf hinter mir, ich bin tot. Du bist leider auch 200 Meter entfernt. Also wenn du mir entgegenrennst, könnte man da vielleicht was drehen. Aber ich bezweifle, dass du schnell genug bist. Nope. Ich hab Ding reingeschmissen, Painkiller reingeschmissen. Was ist denn das wieder für eine Kacke? Das macht keinen Sinn. Dich lässt in der Nacht komplett in Ruhe und mich greift der urplötzlich an. Ich war ja auch im Sneak-Modus. Ja. Er hat mich angeguckt, hat gedacht, nein. Er hat genug Probleme, sonst wird er nicht kriechen. Und ja. Alter, gib mir's auf den Sack und jetzt ist die Quest offiziell verloren. Ich kann sie nicht mehr machen. Oh, das zackt. Au! Auf mich zu boxen! Nein, geh weg! Ich weiß nicht, an wen sie mich erinnert, die Dame hier, aber die erinnert mich an eine Frau aus irgendeinem Film. War es schon immer so, dass wenn man hier die Seuche, die Krätze hat, dass man, wenn man die Antibiotika einnimmt, langsam sich die Prozente halt verringern, statt es direkt weg zu sein? Nein. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt so. Also die Prozente, die es aufbaut, baut es dann wieder ab. Aha! 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 Das ist schon anstrengend, immer wegzukiten. Okay, komm, wir werfen mal. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück, weil keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Okay, das Werfen ist krass. Ja, oh, er muss repariert werden.
kann ihn nicht reparieren. Eigentlich fehlt mir Steine. Stand er bis eben in der Position da? So, wie dem auch sei, wie es weitergeht, was gemacht wird, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dann auf jeden Fall einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund. Bye, bye.